Ja, zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu SimCity 4. Und genau, liebe Leute, wir waren beim letzten Mal hier in unserer Hausstadt unterwegs und hatten uns weiter aufgebaut tatsächlich. Und wir wollten, glaube ich, einfach ein bisschen abwarten, ne, so wie es aussieht. Jawohl, dann kümmern wir uns zum ersten Mal um die Probleme hier. Die Lehrer, die streiken, so. Auf der anderen Stadtseite, warum? Da unten, okay. Das ist höchst interessant. Ja, und wir haben gerade tatsächlich wieder keine Nachfrage. Ist aber nicht so schlimm, weil wir haben ja bei der vorletzten Folge war das, glaube ich. Oh Gott, wir sind wieder kräftig im Minus. Haben wir ja eine Methode gefunden, um wieder ein bisschen Nachfrage hier zu generieren. Und zwar Hightech-Industrie ausbauen. Und dann würde ich sagen, jo. Wir gucken mal, dass wir die Hightech-Industrie weiter ausgebaut kriegen, weil die Nachfrage dafür ist immer noch da, wie ihr seht, ne? Das ist wirklich so krass. Und jawohl, Freunde. Dann machen wir mal weiter hier mit SimCity 4. Ich bin schon froh, dass wir hier bei SimCity 4 weitermachen. Weil ich habe eben Silent Hill aufgenommen und das war wieder so Psycho. Ach Gott. Dafür liebe ich einfach SimCity 4, dass man da so schön entspannen kann nach so einem Psychotitel. Ganz ehrlich. So, gut, wir machen weiter die Industrie. So, genau. Hightech-Betriebe nach wie vor. Ich weiß, wir hatten das ja schon mal getan hier, ne, mit der Hightech-Industrie, aber. Machen wir es mal so, es ist halt jetzt die 2.0-Version. Haben die kein Wasser oder was? Ja, kein Wasser, deswegen. Okay. Alles klar. Ja, und dann hoffe ich mal, dass wir durch diese Aktion hier wieder ein bisschen mehr Nachfrage in der Hauptstadt generieren können. Einfach um mit der Hauptstadt tatsächlich weiterzukommen, weil ich möchte tatsächlich auch, ja, irgendwann mal an das Ende denken. Und ja, ist natürlich schon krass, ne, wenn man bedenkt, dass SimCity 4 eigentlich kein Ende hat. Aber so, wir müssen Müll exportieren, unbedingt, damit die Jobs nicht flöten gehen. So, wir machen es mal so. Ja, genau, da kommen sie doch schon wieder. So, Bäume, Bäume, Bäume. So, schaut euch das an, das Wachstum hier. Ist schon gut so. Ist schon genial, so wie es ist. So, genau. Zack. Und wir gucken nochmal auf die Jobs und Bevölkerung. Ja, steigt. Nach wie vor, ne? Wir sind über 200.000 Hightech-Industrie-Jobs. Oh mein Gott. Das ist so heftig. Nachfrage ist auch immer noch da, ne? Wenn euch das anguckt. Die Nachfrage sinkt nicht, das ist richtig krass, ja. Aber die Gewerbenachfrage steigt. Und das ist das, was ich haben will für die Hauptstadt. Ach, guck mal. Wir haben hier eine Leitung vergessen, deswegen. Wir brauchen nämlich tatsächlich Gewerbenachfrage für die Hauptstadt. Und dafür ist Hightech-Industrie halt perfekt, muss man sagen. So, dann schauen wir doch mal, dass wir hier weitermachen. Ja, ich freue mich natürlich, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier. SimCity 4, ein Projekt, was nach wie vor sehr beliebt ist. Finde ich auch super, weil das hat es einfach auch verdient, dieses Spiel. So, oh Gott, Wasserleitung. Ja, warum baut ihr auch genau da rein? So, verdammt. Und dann nochmal. Genau, und der Optik halber hier reißen wir das hier unten ab. So, Freunde, dann können wir hier eine Feuerwehr reinbauen. Damit sie sich nicht wieder beschweren hier, dass sie keine Feuerwehr haben. Und Parks einfach. Parks ohne Ende. Ja, ich weiß, das dauert eine Weile, wenn man das mit den Parks macht, aber die werden halt benötigt von der Hightech-Industrie. Die werden halt echt benötigt, ne? Das ist richtig krass. Ich
wie wählerisch schon die Hightech-Industrie geworden ist, beziehungsweise, ja doch. Oh, und ich sehe gerade, wir haben Blackouts hier. Nachbarschaftshandel, wir kaufen mehr Energie. So. Wasser auch? Ja, am besten kaufen wir auch ein bisschen mehr Water. So. Alles klar. Hightech-Industrie ist halt so energieintensiv wie im echten Leben auch. Ja, deswegen. Ja. Zack. 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 So, Freunde, dann ja, machen wir mal weiter. Wie gesagt, wir sind bei der Hauptstadt ja schon bei 3/4 quasi angekommen, ne? Und es ist schon ziemlich krass, wie groß im Prinzip unsere Region geworden ist über die Zeit. Also es ist wirklich heftig. So weit war ich auch noch nie bei SimCity 4 tatsächlich, ne? Als ich eine Region mit so einer Masse hatte. So weit war ich wirklich noch nie. So, die Industrienachfrage ist nach wie vor da, ne? Also, richtig krass, ja. Und auch jede Menge freistehende Flächen hier irgendwie. Warum, warum wollt ihr hier nicht hin? Was ist hier los mit euch, hä? So, ja, ich wollte schon sagen hier. Ich wollte schon sagen. Alles klar. Ah, vielleicht brauchen wir so ein Luftverschmutzungsgebäude. Lass mich mal schauen. Nö, eigentlich nicht. Wasserverschmutzung dürfte eigentlich auch nicht. Ja, ganz minimal kommt. Müll? Ist auch keiner da? Das sollte eigentlich alles passen. So, wir gucken mal bei der Jobsbevölkerung nochmal. Ja, schau ich das an. Über 250.000 Jobs. Es ist schon krass. Es ist einfach krass. Diese Nachfrage. Einfach heftig. Einfach heftig, Freunde. Guck mal, guckt euch das an. Wir haben die ganze Stadt voll. Und die Nachfrage sinkt einfach nicht. Das ist einfach heftig krass, ja. So, dann hier zack. Genau, schön große Sachen hier bauen einfach. So, schauen wir mal weiter. Immer die schöne grüne Lunge im Auge behalten. Ist so krass, ja. Ups. Das tut mir leid. Aber ihr könnt euch ja woanders Arbeit suchen. Die freien Flächen gibt es ja dafür. Meine Güte, schon wieder Blackouts. Wow. Ihr verbraucht echt viel Strom. Aber ja, ist halt Hightech-Industrie, ne? Und Hightech ist halt Hightech und nicht Lowtech, von daher brauchen die schon Strom. Okay. Ich glaube, hier müsste noch mal was finden, ja. So, dann schön Bäume-Trick. So, zack, 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 zack. Ah, da kommen sie schon, aber bisschen langsamer schon. Bisschen langsameres Wachstum haben wir hier tatsächlich. Aber wir haben noch Wachstum. Und das ist das Wichtigste, Freunde. Wir haben noch Wachstum. Ne? Und genau, das ist halt das, was ich sehen möchte. Jobs und Bevölkerung. 300.000. Boah. 300.000 ist schon heftig. 300.000 Hightech-Jobs, ja. Es ist schon krass. Die Nachfrage ist immer noch unbegrenzt. So, was ist denn jetzt hier mit euch los? Warum? Hier fehlen noch Parks, ne? Ja, da haben noch ein paar Parks gefehlt. So, wir machen nochmal Nachbarschaftshandel Wasser. So. Das habe ich nämlich direkt gesehen da oben. So. Ja, da kommen sie doch auch schon. Ja, dann sind wir mit unserer Hightech-Industriestadt quasi fertig. Und dann schauen wir doch gleich mal, wie sich das auf die Hauptstadt auswirkt. Der Kane ist nämlich auch wieder dabei hier am Start. So, dann
Aber noch einmal drüber den Bäumetrick. Geht ja zum Glück mittlerweile alles so schön schnell. So, und da entstehen tatsächlich noch Jobs. Jobs und Bevölkerung. Ja, wir sind über 300.000. Es ist krass. Es ist einfach krass. Gut, die Stadt ist voll. Schaut euch das an. Die Stadt ist voll, ja. Wir schauen mal, wie sich das auf die Nachfrage auswirkt. Gar nicht. Oder was? Gar nicht? Kann ich mir nicht vorstellen. Lehrpersonal nimmt wieder aus. Ach, Vandalenbuß. Okay. Das heißt, ihr kriegt eine neue Praxis hier hin. Genau. Ihr kriegt eine neue Praxis hier hin. So. Das muss doch passen. Hat sich gar nicht ausgerüstet. Doch, okay, da kommt was, seht ihr. Lehrpersonal nimmt Auszeit nochmal. Ah, okay. Die Frage ist jetzt, ja, wie kommen wir da? Da? Ja, da. Genau, große Grundschule hier. So. Ihr müsst uns auch mal früher Bescheid sagen, wenn ihr streikt. Also, so langsam wird das ein bisschen merkwürdig. So, aber, ja. Es könnte sein, dass wir halt auch einfach nochmal ein paar große Plazas brauchen. Ne? Große Plaza. Machen wir einfach mal ein paar hier hin. Ich meine, es kostet ja nicht viel. Einfach mal 4 Stück. So. Ja. Und da haben wir wieder Nachfrage. Sehr gut. Die Kosten explodieren halt gerade wieder, ne? Was können wir da denn machen? Mit den Kosten, die jetzt hier explodieren. Wartet mal. Wir machen mal einen Bäumetrick. Einen kleinen. So. Ja. So, aber möglichst nicht die ärmere Bevölkerungsschicht hier verdrängen. Ja. Wir brauchen einfach mehr Wohnungen. Alles klar. Dann machen wir mehr Wohnungen. Ich denke mal, dann machen wir das so, genau. Einfach so. Und dann haben wir hier unten eine Monumentstation. Perfekt für die neuen Bewohner hier, die dann hier zuziehen werden. Verkehrstechnisch sind sie gut angebunden, da kann man nichts sagen. Heißt aber auch, dass wir hier dann, ja, tatsächlich 2x4x4 Gebäude machen können. Und wir können doch hier welche reinmachen. Schaut euch das mal an. Wir können hier große Plazas reinmachen, jawoll. Das sieht doch gut aus. So, ja, schaut euch das an. Schaut euch das einfach mal an. Genau, und dann können wir hier weitermachen. Ah, 2 Drachengebäude, sehr schön, Freunde. 2 Drachengebäude. Lehrpersonal nimmt wieder Auszeit, oder was? Nee. Okay. Ah, schaut euch das an, da war nämlich wieder unsere Nachfrage. Nach Gewerbe, jawohl. Und da würde ich vorschlagen... großen Plazas, ne? Die sind echt... Wow. Die großen Plazas, die sind echt... echt eine krasse Hilfe. So. Du musst jetzt hier auch nochmal ein bisschen... Damit ihr das Gelände mal nutzt. So. Aber was kostet hier so viel? Die Stadtverordnung, ne? Wartet mal. Wir müssen vielleicht irgendwann die Stadtverordnung mal ein bisschen überarbeiten. Die Bildung muss runter, es tut mir leid, aber die Bildung muss unbedingt runter, Leute. Ich kann da gar nichts machen. Das ist einfach finanziell so benötigt. Ja, so einfach ist das.
Schauen wir mal nach der Bildung, wie es da aussieht. Ja, hier ist mittlerweile in Ordnung. Hier vorne auch, nur hier. Hier halt nicht. Ne? Ist halt neues Gebiet, denke ich mal, ja. Und müssen ein bisschen warten. Haben wir nicht noch eine... Ne, wir haben keine Privatschule mehr, das ist blöd. Ach, und schaut mal, hier steht gar keine Hochschule. Hier stehen noch zwei Grundschulen. Hier steht keine Hochschule. Ah, das ist das. Da steht keine Hochschule. So, jetzt vielleicht. Ja, schaut euch das an. Also. So. Da wird eine Hochschule benötigt. Okay. Die Musik ist gerade ein bisschen laut, wie ich finde, aber ist okay. Was ist hier jetzt los? Lange Pendelstrecke, wie... Gut, ich meine, wenn sie hier nichts aufbauen, dann sind sie es auch selber schuld irgendwie. So, jetzt aber. So, mein Gott. Alles nach wegen langer Pendelstrecke verlassen hier. So, dann machen wir das Pirat nochmal. Mal gucken, was sie jetzt hier Schönes aufbauen. Auch wieder reiche, ne? Bandagenblues schon wieder. Mooslose Simsmastus enttäuscht, ja, danke. Stau. Ja, gut. Ach so, ich wollte doch die... Ach, verdammt. Ja, das habe ich jetzt gerade. Wie ist sie? Props Management. Ja, gut. Nee, ist ein kleines Gebäude. Das passt schon. Das werde ich wieder abreißen dann. So. Da kommt schon wieder eins. Ach, Mann. Also, ich wollte eigentlich nur große Gebäude. Im Prinzip, mal hier runterladen. damit die Geschenke vergessen. Weggehen. Aber, So, wo kommen die Arbeiter her? Von ganz da hinten. Krass, okay. Pendler 0. Aber hier, die gehen schon arbeiten. Ne? Das ist alles gut hier. Die habe ich jetzt auch sauber gekriegt hier vorne. Die... Ja, wartet mal, vielleicht müssen wir hier auch einfach einen neuen Hafen hinmachen. Ne, das könnte gut sein, dass wir hier jetzt... Ja, ich meine, wir sind schon wieder... Ja, wartet mal. Wir brauchen hier auf der anderen Seite mal wieder einen Hafen. Oh. Warum sagt ihr mir denn nichts? Ich hab's abgeschaltet, ja, ich weiß. Aber wer streikt denn hier? Die sind voll, die sind voll, die sind voll, die sind voll. Wer streikt denn hier? Wer streikt denn hier, Freunde? Hä? Wer? Städtischer Zoo. Ah, ihr oder was? Die Hochschule? Die Hochschule. Ach, die Bildung, die kostet so... Ja, das ist halt... Ich habe die Bildung untergesetzt, ne? Deswegen. So, dann schauen wir doch mal, ob wir hier nochmal einen Fährhafen hinkriegen. Ah, internationaler Hafen? Kriegen wir den... Ah, nee, der passt nicht, oder was? Doch, aber... Ja, das ist jetzt gerade echt ein bisschen blöd hier, ne? Wartet mal, mach mal das hier weg. So, wir probieren das jetzt. Internationaler Hafen. Ja, passt! Oh, danke. Und dann können wir hier Auto- und Passagierhafen rein. Verdammt. Das passt nicht. Ach Mensch. Warum denn nicht? Wegen dem Bereich da unten. Wegen dem Bereich hier. Warte mal, mach mal... so, genau. Hier unten ein bisschen mehr Land hin. Tatsächlich. So, und dann müsste das gleich passen mit dem Hafen. Ah, verdammt.
Verdammt, warum denn jetzt nicht? Der nationale Hafen passt aber, ne? Ja, der passt. Passt der auch noch einen weiter nach hinten? Einen weiter nach vorne? Auch nicht. Okay, er passt nur so. Wie war das denn jetzt nochmal? Das vielleicht irgendwie... Irgendwie so... Das muss doch irgendwie funktionieren. Teilweise auf Land, teilweise auf Wasser. Shit, ich hab das... Ich müsste eigentlich wieder in mein altes Video reingucken, aber... wie war das denn? Das war doch irgendwie so... Warte, ich guck mir mal den anderen Hafen an hier. Oh ja, das ist schon ganz schön weit weg mit der Fähre, ne? Nee. Also eigentlich. Eigentlich nicht. Wartet mal, mach mal den Strand weg. Wir müssen es leider den Strand wegmachen, ist mir leid. Ich möchte hier unbedingt einen Hafen hinmachen. Wir machen mal so. Und machen mal einen normalen Hafen. Nee, das funktioniert irgendwie nicht so doll. Gerade. Der nationale Hafen. Ah, shit, da muss das... Nee, da muss das Drachengebäude weg. Mach ich erstmal nicht. Wie machen wir das? Nein! Oh Gott, das Alcatraz... Das Alcatraz muss da neu hängen. Das kann man zum Glück nachbauen, ist ja nicht so verkehrt. So, ja, genau. Ja, warum kriegen wir hier keinen Hafen hin? Das ist eine sehr gute Frage. Wir machen das mal so. Und dann... Och Leute, das muss doch irgendwie klappen so. Internationaler, so. Der passt eigentlich normalerweise das Gelände ausreichend an. Ja, das ist oft ein bisschen saufrickelig hier mit den Häfen. Das ist leider so. Ja, schade, Mensch. Ich hätte hier gerne einen Hafen hingemacht, aber... Irgendwie will er nicht. Dann mach bitte mal hier sowas. Vielleicht, Vielleicht kriegen wir den ja doch irgendwie hier hin noch. Indem wir einfach, bisschen mehr Land hochziehen, ne? So. Ja, dann machen wir einmal so hier, genau. Genau so. Dann muss das doch passen. So. Ja, okay. Sieht schon besser aus. Es war doch irgendwie so. Jetzt verarscht mich doch nicht. So. Ja, okay. Ja, wunderbar. Dann machen wir dann den so dahin. Und machen wir hier mal eine Straße runter. Oh, die geht nicht. Warum geht die nicht? So, hier jetzt. Genau. Danke. So, wunderbar. Dann können wir hier nämlich wieder das Gebetshaus hinmachen. Das Opernhaus lasse ich schön weg. Weil da haben wir ja gesehen, was das verursachen kann. Und den Strand hätte ich gerne wieder. Kann man den noch hier hin... verdammt, der muss dann natürlich jetzt weichen. Ne? Aber hey, dafür können wir große Plazas hier hinmachen. So. Zumindest eine. So, dann Grünflächen mit Bäumen. So, dann haben wir jetzt hier nämlich auch wieder eine Fährverbindung auf diese Seite, genau. Und dann machen wir noch einen schönen Bäumetrick hier hin.
Wie gut, dass man kein Gebäude abreißen musste, ne? Noch Bushaltestellung U-Bahn. So, wunderbar. Wie gut, dass man kein einziges Gebäude abreißen musste, ey. Das ist echt super. So, dann. Nochmal gucken, wird er genutzt? Minimal genutzt. Momentan Nutzung 0. Ja gut, es fahren zwei Leute mit dem Auto. Hä? Was zur... Okay. Na gut, ich denke... Wie viel Zeit haben wir denn noch? Ich muss gerade auf die Uhr gucken. Drei Minütchen noch. Vielleicht kriegen wir da noch den anderen Fährhafen hin. Wer weiß. So, wir machen mal international. Ah, doch, hier, okay. Ja, ja, passt, passt, passt. Zack. So. Ah ja, sieht gut aus. Sieht sehr gut aus hier. Ah, perfekt. Der passt. Der passt. So, dann machen wir hier mal eine Straßenverbindung hin. Genau. Jawohl. Das läuft doch super, Freunde. So. Hier noch die Straße schön hin. Und dann könnt ihr hier eigentlich... Oh, jawohl! Er wird genutzt, wie ihr seht. Sehr schön. Alles klar, jawohl. Und schon steigt die Gewerbenachfrage. Oha! Oha, ja. Oh, yes. Boah, schaut euch das an, ey. Flughafenfreiheit für Frohsinn und Frieden. Ja, bitte. Flughafenausbau. Da oben die. Ja, sehr schön. Guckt euch das an. Wir haben wieder krasse Gewerbenachfrage hier. Oh Gott. Das ist verlassen da. Das machen wir dann auch mal weg. So, dann. Machen wir einmal hier schön Bäume. Und ja. Was so Fährhäfen alles ausmachen, ne? Wie ihr seht. Wow. Echt krass. Echt krass. So, da kommen wieder reiche Leute. Okay. Ist gar nicht mal so einfach, so eine Riesenstadt zu managen, ne? Aber ihr seht's, also Gewerbenachfrage ist definitiv da. Wir sind bei 2,3 Millionen Einwohner. Ja, wir brauchen 300.000 Gewerbejobs. Okay, aber das ist ja kein Thema. So, können wir die eine Grundschule... Die können wir abreißen, denke ich hier. Die brauchen wir nicht mehr. So. Ja. Alles klar, da können wir nämlich mal ein bisschen Kosten sparen, tatsächlich. Und hier vorne? Gewerbejobs aufbauen. Ja, sehr schön. Polizei ist ja da, Feuerwehr ist auch da. Das passt gut. Heißt dann aber auch, dass wir hier... das so machen. Oh, jawohl. Die nämlich schön mit dem Fährhafen hier verbunden. Und ja, Bushaltestelle U-Bahn. Das haben wir da schon. Sehr nice. Und so kann es dann weitergehen, ne? Und ich denke mal, dass wir dann auch, wie ihr auch schon im Kommentar gelesen, festgestellt habt, können wir jetzt vielleicht hier leider nicht. Wasserleitung noch legen. Hier vorne, genau. Ah. Da ist meine Uhr. Aber das Gebiet mache ich jetzt noch kurz fertig. Ja, ja, genau. Da haben wir jetzt nämlich die Wasserleitung. Oh, und hier unten ist auch schon wieder. Okay. Wir sind schon wieder fast an der Grenze, was Wasser angeht. Gut. Vorne 3x3 hin. Und Grünflächen, ja, Grünflächen würde ich hier hinmachen. Tatsächlich. So. Damit sie hier auch schön die Jobs aufbauen. Jawohl, seht ihr das? Seht ihr das? Da kommt sie schon. Sehr gut. Noch einen schönen Bäumetrick hier.
Ja, seht ihr. Seht ihr, so geht das. Wir brauchen einfach mehr Gewerbe. So. Aber gut, Freunde, würde ich sagen, unser Gewerbeausbau sehen wir da beim nächsten Mal. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen, erzählt es gerne weiter, den Kanal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.